Ich grüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin's, der Skopel, das ist der Dirk. Dirk kam heute auf die glorreiche Idee. Wir besuchen mal diese Brücke. Das ist eine Zugbrücke. Ist das richtig? Ist nur für Züge, ja? Und für Fahrradfahrer. Ja. Ja. Und Fußgänger. Und Fußgänger und Mopedfahrer. Ja. Auch. Also Zweiradfahrer dürfen da rüberfahren. Ja, und weil das eine schöne Brücke ist, hat Dirk sich gedacht, die werden wir heute mal besuchen. Jo. Und die besuchen wir jetzt auch. Da fahren wir oben und Träger rüber. Genau. Aber nur für die Jans Mutien. Filmen wir das auch, oder? Nee. Okay. Nee. Das machen sie ja nur nach. Stimmt. Ja, wir wollen ja Vorbildfunktionen hier erfüllen, also fahren wir ganz normal den regulären Weg. Mutti ruft schon wieder an. Oi, schönen Gruß. So nach Hause kommt Puller waschen. Das ist aber sehr zuvorkommend von ihr, dich daran zu erinnern. Ja. Ist noch irgendwas gewesen heute? Nö. Wir sind hergefahren. Ja, auf der Fahrt hierher, Kamera war aus, wegen Akku sparen, weil das ist ja doch ein ganz schöner Ritt hierher. Simson-Fahrer getroffen, kurz angehalten. Dirk hat gefragt, was los ist, ob er Probleme hat, weil er da mit einem 10er Schlüssel rumhantiert hat. Er ist gerade beim Abstimmen, hat er gesagt, ja? Genau. Er ist gerade beim Abstimmen. Ja, sonst hätte man natürlich geholfen. Außer beim Schieben. Ja, dann hätte Dirk beinahe einen Unfall verursacht. Hat aber nicht auf die Straße geguckt, kam ein Auto von vorne. Oh, ich hatte schon richtig Panik. Was hat er vergessen? Den Benziner hat er vergessen. So, willkommen im Land Brandenburg. Ich war noch nie in Wittenberge mit Moped. Okay, ich war in vielen Städten, noch nicht mit Moped. Kann man helfen? Bitte. Was? So eine Einstellungssache. Was soll die Ernst hier meinen? Ah, hier habe ich um mein Leben. Ein Jahr. Ich bereue die Zeit nicht. Ja, Mann, ey. Du Arschloch. Viel zu nah dran. Ja, wollte gerade sagen. Ich hoffe auf eine fette Glasscherbe. Dirk, hier sehen Sie einen Dirk beim Fotografieren. Ihn gibt es nicht so oft in dieser Natur. Aber hier ist ein seltenes Exemplar, wie er auf dem Boden liegt. Oh, ich sehe gerade, er macht sogar ein Foto. Ja, der riecht ja ein bisschen nach Pipi. Komisch. Ich frage mich, woher Dirk so eine Wege kennt. Der muss schon überall gewesen sein, ey. Ja, ich hatte mehr an jedem Tag mehr beim Kabel.
Nee, das war's. So, dann beende ich jetzt das Video da, wo ich das Video auch begonnen habe. Und das ist an dieser Position, wo die Brücke ist. Von Arno Dutt. Das ist mal was ganz anderes, ja, das hatte ich noch nie. Nee? Ich habe noch nie ein Video, außer Garagenvideos, noch nie ein Video dort beendet, wo ich es auch angefangen habe. Ja, gut, denn ich weiß nicht, wie ich das schneide, was ich daraus schneide. Ich habe keine Ahnung, was jetzt alles in das Video reinkommt. Wir haben keine illegale Scheiße gemacht heute, stimmt's? Nö. Da war keine Einbahnstraße, wo wir durchgefahren sind. Nö. Nee, es war. Die Brücke ist ja legal für Mopeds. Das ist ja eine extra Mopedbrücke. Ja, die ist dafür gebaut worden. Ja. Wir dulden darauf nur die Züge eigentlich. Na, normalerweise ist ja der Fahrradweg die Seite. Da brauchen sich Kinder beschweren, andere Seite fahren wir sonst immer mit dem Moped. Sag ich ja. Wir haben es jetzt ja, gleich 19 Uhr. Wann waren wir hier? 17 Uhr noch irgendwas? Vorhin. Ja. Waren wir jetzt fast anderthalb Stunden drüben, oder? Na gut. Reicht doch wieder aus. Das reicht doch aus. Da rennt gleich einer hier. Ja, wir haben jetzt auch noch ein bisschen Fahrt vor uns. Nach Hause. Na gut, denn was hat mit dem Video? Ahoi Brause, euer Skopel. Dann bis zum nächsten Video. Tschüssikowski und bis. Baldinski. Das war so ein Quinsch, als ich so dicht an dich rangekommen bin. Oh Mann. So, dann lasse ich die Kamera noch so lange laufen, bis der Akku leer ist. Vielleicht passiert ja noch was. Wenn nicht, dann die Verabschiedung war schon. Jo. Ich muss pullern, ich lasse auch einfach laufen.